Beim letzten Mal. Habe ich als Kammerjäger mein Ziel weggeblasen? Ich nehm's das Ding jetzt mal an. Nicely done, 47. Ja, moin. Keep things nice and quiet inside the house. Wo alle im Haus tot. Also nicht tot, sondern yo, bewusstlos. Eieieiei. Guck dir mal an, wie das hier aussieht. Alter. Ja, Nolan. Hast dich wohl verschätzt. Und einem alten Mann noch den letzten Flug gegeben. Keine Ahnung, mach mal die Autobombe drauf. Scheiße. Wir müssen hier raus. Death feels like an easy way out for a man like James. Oh, Alter, das war so knapp. Das war so knapp. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Und zum letzten Hitman 2 Level. Also jetzt hier halt Hitman 2. Und dann kommt Dubai, weil die DLC Levels werden wir überspringen. Vielleicht werde ich das in ein paar Monaten mal spielen, aber jetzt denke ich mir so, nee, lassen wir die jetzt erstmal aus. Sind das halt einfach für uns Bonus-Level, wie zum Beispiel, weil es gibt ja auch hier Bonus-Level, Bonus-Level, genau. Da müssten wir eigentlich auch noch welche machen. Wir haben jetzt nur The Icon gemacht. Wir haben noch nicht Erdrutsch und auf Sand gebaut gemacht. Naja, alles noch gang und gäbe. Alles wird noch gemacht und es gibt hier noch so ein schwer zu fassendes Ziel. Aha. Die Gutacherin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Wir gehen rein und let's go. Attention, gentlemen. Our source on the island just made a critical discovery. The Constant has a poison chip embedded in his neck. A failsafe, in case he's compromised. Damn it. We should have expected something like this. So, we subdue the Constant before he has time to react. Not that simple. The device is remote-triggered, and during his stay on the island, two kill switches have been entrusted to twin sisters Zoe and Sophia Washington, two young, ambitious Providence operatives and newly appointed chairwomen of the Ark Society. Apparently, even the Constant is unaware of this arrangement. Right, change of plans. We divide and conquer. 47 takes out the Washingtons while I figure out a way to get the Constant off the island. It'll be tight, but once we're back at the ship, we should be able to surgically remove the chip before the partners have time to react. 47? Tell me about the targets. I know them from the Archive. Zoe and Sophia's father is president of a powerful conservative think tank. One of Providence's prime assets. The apples don't fall far from the tree. No saints either. According to ICA files, the twins are pampered socialites who get their kicks from treasure hunting. Commanding a band of trigger-happy mercenaries, Zoe and Sophia prowl the world in search for ancient relics. With little regard for local culture or even human life, they stop at nothing to claim their prize. Well, collateral damage they may be, but safe to say, they have it coming. Ja, jetzt müsste es passen. Also, wir haben da diese beiden Zwillinge. Die müssen wir halt ausschalten, weil das sind böse Leute. Und die sind Providence-Mitglieder, ganz einfach gesagt. Und da müssen wir die Konstante mitnehmen, weil die auch hier ist. Wie geil. Und dann wird wahrscheinlich uns die Konstante alles so sagen. Hier dies und das, Ananas, Providence, was auch immer. Und dann wird es richtig spannend. Wahrscheinlich dann im dritten Teil. Mal gucken. Wir bekommen Smoking, Maske und Handschuhe. Gut, das sollten wir auch tragen, weil die anderen, also die Gäste, die hier in dieser auf diese Insel gehen, die tragen ja auch sowas. Und das ist anscheinend so Mode. Und warum nicht? Hier ist automatisch Spritze drin. Ich weiß nicht warum. Nehmen wir doch mal irgendwas anderes. Giftmittel könnten wir mitnehmen. Nehmen wir tödliches. Oder Brechmittel? Brechmittel finde ich eigentlich überall auf der Map. Nehmen wir tödliches Gift. The Isle of Skane. Headquarters of the Ark Society. Founded by Janus in 1991, the Ark Society is the world's most exclusive club.
Its plutocratic members fear the downfall of civilization, and they are willing to pay huge sums to ensure their own survival. Once a year, they gather here to shop the latest survival products and to showcase new initiatives and breakthroughs. Right. These gatherings are shrouded in mystery, so we have limited intel on what to expect on the other side of the walls. The Washington twins are hosting their first annual gathering as chairwomen of the Ark Society, and the Constant is known to attend every year. Beyond that, you're on your own. Good luck, gentlemen. I dare say you're going to need it. Das werden wir haben. Gut, der Grace, der fährt mal ein bisschen hier rum und entdeckt die Gegend wahrscheinlich. Und wir kümmern uns um die beiden Zwillinge. Und da hinten ist anscheinend eine Versammlung. Won't you join us, sir? We were just about to begin. Good evening, ladies and gentlemen. And welcome to the annual gathering of the Ark Society. As Ark patrons, you are welcome to explore the castle grounds. However, certain areas are off limits, including the keep, which houses the members area, convention space, and council meeting. Should you wish to apply for ARC membership, please be aware that such cannot be bought, only earned. All set? Excellent. Follow me, please. So eine fette Versammlung und eine krasse Veranstaltung hier auf so einer geilen Privatinsel mit hochrangigen Leuten. Schon krass. Kennt ihr, also wahrscheinlich kennt ihr Squid Game aus dem Jahre 2020. Ich meine, das war eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Aber was ich meinen wollte, ist, in Squid Game gab es da diese krasse VIP-Gang, die da dann die Spiele mitverfolgen konnte. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen. One of our newly appointed chairwomen has prepared a brand new official ceremony. Scheduled to take place. If you could take a couple of steps back, it would set my mind at rest. Die Fresse. Okay, das ist ja alles interessant, so schön. Ich habe einen anderen Weg gefunden. Wir gehen mal hier rauf. Gut, hab mir schon meine Wachuniform gegönnt. Sorry, es ist früh morgens, da bin ich komplett kaputt. Warte mal. Dazu können wir mal die Kameras zerstören. Oh shit! Ey, ich war nicht da. Command, do you copy? We have a situation, some kind of disturbance. I'm not sure what's going on. Ich weiß nicht. Schnell raus hier. Okay. Alles gut. Ich suche mir meine Story-Mission raus. The Founders Week for over a month. I have some of the world's most prominent people waiting to pay him their last respects. I have the star of the Prague Philharmonic on stage, ready to play a blindfolded rendition of Schubert's Ave Maria on the harp, for God's sake. And you're telling me that you lost the sodding dagger. I'm really sorry, ma'am. My team received no notification. You sure they didn't give you a crate number? They did not give me a crate number. I was told you people would have it under control. Fine. I'll go and have another look. See that you do. And when you do find it, bring it to the tower basement where the Founder's body's been kept. The mortician will handle it. As we know, Zoe Washington will host Janus's wake. But now it seems an antique ceremonial dagger, which Janus is supposed to wear during the service, has gone missing from storage. I suggest you locate the disputed dagger, 47. This wake could be a chance to catch the target unaware. Wir könnten wahrscheinlich die Zoe dann als toter Janus dann ausschalten. Okay, aber erstmal den Dolch finden. Okay, Leute. Machen wir mal ein paar Kisten auf. Lootboxen. Okay, das war schon mal eine scheiß Lootbox. Auch Kacke. Komm, alle guten Dinge sind drei. Ist das nicht der Dolch?
Ja, tatsächlich. Es waren wirklich alle guten Dinge drei. Gut, verkleiden Sie sich als Janus. Also muss ich nach oben. Sie haben die Leiche von Whittington Creek hierher gebracht? Okay, das ist krass. Oh nein, der Strom ist aus. Was ist da nur passiert? Schnauze, Mädel! Meine Güte, geht die auf den Sack. Hey, Janus! Sag mal, du sahst aber in Amerika ein bisschen älter aus. Oh, ich könnte hier auch einen Fernzünder. Mädel! Mädel! Die geht mir so auf den Sack. Gott, Alter. Nur am Labern. Warte mal. Das passt nicht. Ich hab, Digga, ich hab ihn so einen fetten Fernzünder hier in den Bauch rein gesprengt. Da müsste jetzt hier so ein fettes Loch sein. Wisst ihr noch, letzte Folge? So, Begräbnisprobe. Damit sollte er eigentlich begraben werden. Aber ich werde jetzt begraben. We're all set. Cue the music. Okay. Scheiße, ich. Warum hat er sich denn jetzt umgedreht? Okay. Auf ein neues. Alte. We're all set. We're all set. Oh, war es knapp. Die haben sich nicht fast umgedreht. Good thinking, 47. Okay, es geht los. Psst. Ich werde jetzt vergraben. Versteht ihr? Und beerdigt. His successor, it falls upon me to say a few words. I'll keep it brief, for there is little I can say that does the man justice. Janus was our founder, and like all true visionaries, he was far ahead of the curve. While we, the privileged class, were blissfully toasting the end of history, Janus saw the writing on the wall. As a veteran of the Cold War, Janus knew better than anyone that when true disaster strikes, the rich are as damned as everyone else, unless we work together. Janus never got to see the collapse, but died peacefully in his sleep. And yet, what he started in 1991 will one day be hailed as the dawn of a new age. One where the best among us can thrive, uninhibited. This is Janus's legacy. Long live his memory. And now, you are welcome to pay the founder your last respects. Wir sind doch einfach alle verrückt, muss man ehrlich sagen. Thank you for everything. Rest assured, I will finish what you started. Ich darf leider nicht die Konstante killen, deswegen würde ich es jetzt halt machen. Aber dich darf ich töten. Here we are. Ja, da sind wir jetzt also. Komm, halt einfach die Fresse. Sei einfach still, war ehrlich. Gut, dass sie eine blind ist. Komm, mal sie easy killen. One target down. Nice work, 47. Next up, Sophia Washington. Penthouse Schlüsselkarte. Ja, ich lasse die Leiche mal hier. Sie ist die eigentliche, die beerdigt wird. witzig. Okay. Dann kümmern wir uns um die Sophia.
Oh, nicht schon wieder eine Sophia. Muss ich nicht immer wieder Sophias killen. You look troubled. I know you, don't I? You're Janus's man. I'm a friend of the Ark Society, yes. The Constant. Providence's top controller. Everything depends on capturing. Ich seh's, Diana. I may offer a fresh perspective. Why not? Shoot. All right. Say the world does collapse. The weather goes haywire, the poles melt, and the Ark Society heads off to a comfortable Arctic sanctuary, while the rest of civilization falls into chaos. That's about the gist of it. Sounds great to me. No more needy assholes. For thought, Mr. Block. Ja gut, das reicht jetzt auch mit den Gelaber. Ich lese euch einfach mal die Submissionen vor, weil ich habe, glaube ich, anscheinend aus Versehen schon den Hinweis der Story-Mission gefunden. Sophia Washington hat eine Ratsversammlung der Ark-Gesellschaft einberufen. Muss wichtig sein. Sophia Washington will wohl eine Art Antrag durchsetzen, aber bekommt mächtigen Gegenwind von Jebediah Block, einem Ultrakonservationskohlebaron. Wenn Sie Mr. Block finden, solange die Ratssitzung noch unterbrochen ist, können Sie die Abstimmung vielleicht beeinflussen und Sophia zum Reagieren zwingen. Okay, der Mr. Block, nicer Name, will anscheinend hier diese Ratssitzung nicht haben und ist nicht einverstanden, was hier abgeht. Jawohl, verkleiden. So, haben wir, glaube ich, noch einen Burgschlüssel bekommen. Nice. Knie brechen. Geiles Gewehr. Okay. Alles gut. Die Geräusche, die du gehört hast, die werden ausgedacht. So, wo ist denn die Sophia? Die muss man die aber auch immer suchen. Miss Washington, after due consideration, I have revised my position. I would like to support your motion. Well, well, look at you, Block. Finding your good sense and manners. Come along, then. I'll call a vote at once. Das ist ja jetzt wirklich wie bei Squid Game. I knew we could talk sense. Just vote in favor of my motion, and I promise you, Block. Aber natürlich werde ich das nicht machen, du Idiot. Who cares how? Bin ich hier richtig? Jetzt halt doch mal kurz die Klappe. Bin ich hier richtig? Ja, anscheinend, glaube ich. Oder geht's noch weiter? Okay. Ah ne, wir sind richtig. Warte mal, bist du der Mond? Du bist anscheinend die Sonne und ich bin was? Halbmond? Oh Gott, wo bin ich denn schon wieder gelandet? Ich wollte nur in den Urlaub fliegen und jetzt bin ich auf einmal in so einer Irrenanstalt. Hilfe. Everyone in favor. Say I. 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 Yay or nay, Block? Silence is consent. Nee. Komm, ich hab keinen Bock auf dich. Nay. Excuse me? You heard me. Nay. Oh, for the love of... Oh, idiot. Son of a... Blocked. You stupid... Oh. That's... Four eyes and one nay. Jebediah Block vetoes the motion. This council is adjourned until further notice. Block. A word? Upstairs. Aber klar doch. Jawohl. Mach mal bitte die Tür auf. Dankeschön. Wieso hat die hier eine Schlüsselkarte nicht? Die konnte einfach in ihren Büro rein, ohne die Schlüsselkarte zu ziehen. Ist auch interessant. Ratsvertrag. Der. Nicht am Handy sein. And what's in it for Jebediah Block? Gentlemen, please give me and Mr. Block a moment. Endlich hauen sie mal ab. Das ist ja
unerträglich mit denen. I offered you a carrot. Now here's the stick. We know about Bitte, Montana. Ihr beiden Zwillinge, ihr gebt mir so auf den Sack. Bitte, gebt mir einen Gefallen. Haltet die Schnauze! Dankeschön. Meine Fresse. Oh, ich könnte ein gepanzerter Ritter werden. Alter. Jetzt geht's los. To one of the boats in the harbor where it's quiet. You can use the kill switch to coerce. Sprechen Sie mit der Konstante. Okay. Okay, warte, ich lock den mal hier hoch. Mit meiner Verkleidung. Oder der hat keinen Bock. Hier. Bitteschön. Ja gut. Dann nehmen wir einen von hier oben. Ich nehme mir eine Axt. Gibt's bestimmt so eine Shovel Knight Anspielung. Hallo. Ah, die da unten haben es gar nicht gehört. Ist ja besser so. Gut, Leute, dann holen wir uns nochmal schnell die Konstante. The Washingtons are dead. I have the kill switch. What did you say? How could you know about that? You will head towards the harbor. No sudden moves. No signs or warnings. I will trigger the device if I need to. I know you. The boy in the picture. You have his eyes. You're Burnwood's assassin. Move. Okay, ich habe erfolgreich die Konstante hierher eskortiert. Hauen Sie mit dem Boot ab. Enough talking. You'll do plenty of that later. We're here. Get on the boat. Jetzt kommen Sie mal mit. Was ist das? Saufen! Geil! Mr. Edwards, still think this is maintenance? Oh, Miss Burnwood, what have you done? Changing horses midstream? Truly unprofessional. You know what we want. Where is the carrot? No carrot. You're useless to the partners. Compromised. Even if we let you live, you can never return. Why die protecting them? When I can drag them down with me. It's a bad hand, but it's all you've got. Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. Three dynasties secretly pooling their resources over generations, creating a singularity so dense that nothing escapes its gravity. Never heard of them. Well, they've heard of you. In fact, you just became the top of their agenda. Go. We can't give them time to retaliate. Don't take your eyes off him. Be careful. Well, here we are again. I must admit I am disappointed, Miss Burnwood. I had such big plans for you. Save it. I know the truth now. You're outplayed. You have nothing left to bargain with. You were so certain. So sure of the people closest to you. He never fails, does he? He never misses his mark. You found a window into his past. And yet, something else remains hidden.
simple truth you learned long ago. Diana! Coming! No one, Miss Burnwood, is untouchable. Okay, Leute, dann war es das hier wieder mit Hitman. Nächstes Mal geht's auch richtig rein mit Hitman 3. Das war kein richtiges Deutsch. Aber macht nichts. Ja, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.